Hallo liebe Fotofreunde, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Pavel Kaplun Digitale Fotoschule. Heute geht es um die Kunst, um die richtige Kunst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, früher habe ich gemalt. Richtig in Öl, Aquarell, habe Radierungen gemacht, auch ein paar Skulpturen von mir existieren. Ja, also ich habe sogar als Designer für eine Porzellanmanufaktur gearbeitet und da wurden meine Bilder praktisch in die Form gebracht und es gibt eine richtige Kollektion von mir, die zeige ich dann irgendwann mal später. Ja, dann irgendwann mal bin ich in die Werbebranche gegangen, habe Photoshop entdeckt und Malerei ist leider auf der Strecke geblieben. Das ist natürlich schade, aber ganz aufgehört habe ich nicht. Also Öl hat mich immer fasziniert, also die Oberfläche ist echt klasse, sieht richtig wertig aus. Ja, das ist das Bild, ihr seht vielleicht 1993, schon lange her. Aber das, was jetzt möglich ist, heutzutage, mit modernen Mitteln, ist auch nicht schlecht. Ihr kennt vielleicht, man kann Bilder jetzt auf Leinwand abziehen, aber sie kommen dann, wenn sie fertig sind, zu Ihnen nach Hause und die sehen schon so irgendwie billig aus. Ja, auf jeden Fall so eine ganz normale Stoffoberfläche. Und wo ich das erste Bild bekommen habe, dachte ich, naja, also es ist nicht schlecht, aber ja, kein Kunstwerk. Und dann habe ich ein paar Sachen ausprobiert, wie ich so eine Oberfläche veredeln kann und habe dann die Lösung gefunden. Also es gibt Strukturgel in Acryl und mit so einem Strukturgel können Sie dem Bild eine richtige Leinwandoptik, also so eine richtige Gemäldeoptik verleihen. Das wirkt natürlich ganz anders. Wenn ich das Bild jetzt in einen Rahmen stecke, dann sehen Sie, das wird ein richtiges Kunstwerk. Also der Rahmen muss natürlich auch passen. So. Ja gut, also hier hat der Galerist ein bisschen zu eng geschnitten. Aber das macht nichts. Das kriegen wir trotzdem rein. Mit Gewalt, wenn es sein muss. So. Na gut, jetzt ist das Bild drin. Sie sehen, ganz andere Wirkung. Ich habe noch ein paar Beispiele hier. Also ich habe schon einige Bilder so entweder für mich gemacht, im Auftrag auch. Also das wird von Kunden super gut angenommen. Also zum Beispiel mein Lieblingshäschen wirkt in Öl auch ganz anders als auf dem Bildschirm. Man kann natürlich alle Bilder sagen, okay, also iPad hinstellen, Diashow laufen lassen, aber so ein Ölgemälde ist was ganz anderes. Ja, und dann habe ich auch ziemlich futuristische Sachen, die ich mit Hilfe von Cinema 4D teilweise erstellt habe. Also solche Objekte, die gerendert werden. Also die sehen in Öloptik fantastisch aus. Ja, wie macht man das überhaupt mit der Öloptik? Also ich kann dazu ein paar Tipps geben. Es gibt unterschiedliche Mittel, die Sie kaufen können, meistens im Künstlerbedarf oder im Bastelladen. Ich habe hier zwei Produkte, einmal von Schminke, Acrylgel Soft und einmal von Rubens Malgel Seidenmatt. Also die können Sie verwenden, also so eine Tube kostet 6-7 Euro, ist nicht die Welt, reicht für 3-4 Bilder. Und dann nehmen Sie einen Borstenpinsel und mit so einem Borstenpinsel können Sie ganz dünn so eine Schicht von diesem Gel auftragen. Nicht erschrecken, also zuerst wird das alles so ziemlich matschig und milchig, also nicht durchsichtig, 5-6 Stunden Trockenzeit oder vielleicht ein bisschen länger, dann ist alles okay. Dann haben Sie aus so einem Leinwanddruck ein richtiges Gemälde. Probieren Sie es aus. Wie gesagt, das ist alles nicht so kompliziert, allerdings kann ich keine Garantie geben, dass das funktioniert. Also wenn irgendwas schief geht, ich trage keine Verantwortung. Das ist jetzt nur ein Tipp von mir. Ja? Aber auf jeden Fall, klasse Sache. Ich habe es ausprobiert und ich denke, was soll das schief gehen? Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Ölmalerei in Digitalform. Bis zum nächsten Mal, Ihr Pavel Kaplun. Noch mehr Tipps finden Sie auf unseren DVDs Pavel Kapluns 10 Photoshop-Hits, Der Weg zum perfekten Covergirl und Kunstwerke aus den Urlaubsfotos. Diese DVDs sind in unserem Online-Shop und bei Amazon erhältlich.